Im Jahr 1981 ereilte ein texanisches Kloster eine schreckliche Tragödie. Eine ihrer Nonnen war tot, brutal ermordet von einem unbekannten Einbrecher. Doch nur wenige Tage lag die Angst über der Bevölkerung, denn in kürzester Zeit konnte die Polizei den Täter dieses entsetzlichen Verbrechens präsentieren. Doch war es wirklich so gewesen, wie es die Ermittler vermuteten? An Halloween im Jahr 1981 zogen die Kinder durch die Straßen und klingelten mit ihren gruseligen Verkleidungen an den Häusern, um Süßigkeiten von den Nachbarn zu bekommen. Und ganz anders lief es im römisch-katholischen Kloster St. Francis Convent in Amarillo in Texas ab. Der Abend war ruhig, die Schwestern saßen beim gemeinsamen Abendessen und unter ihnen war die 76-jährige Thaddea Benz. Nach dem Abendessen legte sie sich in ihrem Zimmer im zweiten Stock des Klosters schlafen. Als die Nonnen am nächsten Tag aufstanden, um zu frühstücken, fehlte allerdings eine von ihnen, Schwester Thaddea. Gegen 7 Uhr morgens machten sie dann in ihrem Zimmer einen grausigen Fund, denn die Nonne lag nackt in ihrem Bett und war tot. Obwohl die anderen Schwestern Blut in ihrem Gesicht feststellen konnten, gingen sie zunächst davon aus, dass die 76-jährige Thaddea Benz an einem natürlichen Tod gestorben war. Und sie informierten weder die Polizei noch einen Rettungswagen, sondern meldeten ihren Tod einem Bestattungsunternehmen. Und nachdem ihre Leiche bereits vom Bestatter abgeholt worden war, machten die Nonnen im Kloster allerdings eine merkwürdige Entdeckung, denn ein Fenster im Kloster war zerbrochen. Vielleicht war jemand in der Nacht eingebrochen und Thaddeas Benz war doch nicht natürlich. Die Nonnen informierten dann die Polizei, die gegen 9 Uhr eintraf und sofort die Spuren im Kloster sicherten. Und unter dem Bett von Schwester Thaddea fanden sie ihre Nachtwäsche, die sie höchstwahrscheinlich auch in der Nacht des 31. Oktober getragen hatte und die ihr gewaltsam ausgezogen wurde, sowie ein Messer. Am Messergriff wurden Fingerabdrücke sichergestellt und auch das eingeschlagene Fenster wurde untersucht und außerdem fand die Polizei vor dem Kloster noch ein Steakmesser. Doch die Ermittler standen vor einem weiteren Problem. Die Leiche von Thaddea Benz war bereits vom Bestatter abgeholt und als die Polizei beim Bestattungsunternehmen ankam, mussten sie feststellen, dass die Leiche der Nonne bereits gewaschen war und mit der Einbalsamierung begonnen wurde und dadurch wurden viele wichtige Hinweise zunichte gemacht. Die Autopsie ergab dann auch eine Vielzahl unterschiedlicher Verletzungen. Thaddea Benz hatte Stichwunden in der Brust, Prellungen am Kopf und Schleifspuren am Nacken und außerdem wurde sie vergewaltigt. Der Gerichtsmediziner gab als Todesursache Strangulation an. Doch die Ermittler standen nun vor einem Rätsel. Wer sollte in ein Kloster einbrechen und eine 76-jährige Nonne vergewaltigen, misshandeln und dann töten? Kannte der Täter Thaddea Benz? War sie ein Zufallsopfer? Oder störte sie vielleicht einen Einbrecher bei seiner Tat? Kurz nach dem Mord meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei, der den Anschein weckte, all diese Fragen klären zu können. Er hatte in der Halloween-Nacht einen jungen Mann aus dem Kloster stürmen sehen und er konnte den Ermittlern genau sagen, wer der Verdächtige war und auch einen Namen nennen. Es handelte sich um den damals 17-jährigen, geistig beeinträchtigten Johnny Frank Garrett, der schon öfter wegen kleineren Delikten auffiel. Und in Garretts Haus fanden die Ermittler ein ähnliches Messer wie das, was sie vor dem Kloster sichergestellt hatten. Außerdem passten auch die Fingerabdrücke überein und sie fanden Haare, die denen von Garrett ähnelten. Doch Johnny Frank Garrett bestritt vehement, die Nonne vergewaltigt und getötet zu haben. Er war zwar an Halloween ins Kloster eingebrochen, weil er unter LSD eine Stereoanlage klauen wollte, aber er hatte mit dem Mord an Thaddea Benz nichts zu tun gehabt. Garrett sagte aus, dass das Messer mit seinen Fingerabdrücken in das Kloster kam, weil er es für den Einbruch tagsüber dabei hatte, um eine Schublade aufzubrechen. Und außerdem stieg er auf ein Bett, um an ein Kreuz zu kommen, wodurch er möglicherweise die Haare verloren hatte, die dann auf dem Bett gefunden wurden. Und er wurde allerdings durch Lärm gestört und flüchtete zu seiner Mutter. Und außerdem, dieser Einbruch geschah mittags. Vor der Nacht des 31. Oktober, Garrett schlug keine Fensterscheibe ein, sondern ging einfach durch die offene Klostertür.
Und für die Ermittler klang das wie eine Ausrede und für sie reichten die Beweise aus, um Johnny Frank Garrett am 9. November 1981 festzunehmen und ihn der Öffentlichkeit als brutalen Mörder zu präsentieren. Nach seiner Verhaftung bestätigten sich auch ihre Vermutungen, denn Johnny Frank Garrett gestand, zumindest sagt das die Polizei. Laut Ermittlern brach Garrett noch am 9. November 1981 ein und gestand den Mord an der Nonne. Allerdings nur mündlich und er weigerte sich, das Protokoll der Vernehmung zu unterzeichnen. Das war zumindest die Version der Polizei. Und Johnny Frank Garrett beteuerte dagegen vor Gericht und während seiner 10-jährigen Haftstrafe jederzeit seine Unschuld. Ein Geständnis von ihm soll es nie gegeben haben. Die Polizei gab dagegen vor Gericht an, dass Garrett Folgendes ausgesagt hätte. Zitat: Da war eine Nonne im Bett und sie schrie. Ich bedeckte ihren Mund, damit sie keinen Lärm machen konnte. Ich fing an, sie zu würgen, bis sie ohnmächtig wurde. Ich hatte Sex mit ihr. Ich verließ das Kloster so, wie ich hereinkam. Garrett hingegen bestritt, das alles jemals gesagt zu haben. Und bei der Vernehmung legten die Polizisten ihm lediglich einen Zettel hin, bei dem sie ihn zwangen, ihn zu unterschreiben, wogegen er sich wehrte. Im Gerichtsprozess gab es eine weitere Zeugin, die Johnny Frank Garrett stark belastete. Das war eine der Nonnen des Klosters in Amarillo, die aussagte. Und sie widerlegte das, was Garrett bei seiner Festnahme sagte. Also laut ihr sei es unmöglich gewesen, dass er tagsüber ins Kloster eindringen konnte, da die Tür immer verschlossen sei. Außerdem hätte Thaddäa Benz niemals ein Kreuz über dem Bett gehabt, wohingegen er sagte, dass er wegen dieses Kreuzes auf ihr Bett gestiegen sei. Ein Nachbar der Garretts entlastete den jungen Mann zwar und sagte aus, dass er gegen ihn gegen 23 Uhr in der Halloween-Nacht zu Hause gesehen habe. Wiederum ein anderer Nachbar bestätigte vor Gericht jedoch, dass er Johnny Frank vor dem Haus einer älteren Dame rumschleichen sah. Und Garretts Verteidiger war mit der ganzen Situation maßlos überfordert. Vor ihm stand ein 17-Jähriger mit geistiger Beeinträchtigung, dessen Leben von Drogen und Missbrauch bestimmt waren. Und der zu jeder Zeit seine Unschuld beteuerte, obwohl die Beweise gegen ihn sprachen. Johnny Frank Garrett wurde schon als Kind vergewaltigt und geschlagen. Mit 10 Jahren kam er das erste Mal mit Alkohol in Kontakt durch seine eigene Familie. Und im Kindesalter wurde ihm bereits Farbverdünner und Drogen verabreicht, die seine geistige Entwicklung beeinträchtigten. Mit 17 Jahren stand er nun vor Gericht, ohne dass sein Alter oder seine geistige Verfassung dabei berücksichtigt wurden. Doch für die Staatsanwaltschaft schien der Prozess eindeutig zu sein. Garrett war schon wegen mehrerer Delikte aktenkundig. Der Mord an einer Nonne sollte nun der Höhepunkt seiner kriminellen Laufbahn sein. Einige Zeugen aus der Nachbarschaft bestätigten vor Gericht diese Annahme. Denn Garrett sei ihnen schon des Öfteren wegen seines massiv aggressiven Verhaltens aufgefallen und die Beamten des Gefängnisses, in dem der junge Mann seit seiner Inhaftierung saß, gaben jedoch ein ganz anderes Bild von Johnny Frank ab. Er sah ruhig und freundlich. Das war ein Insasse, der keine Probleme machte. Nie Probleme machte. Trotz der vielen widersprüchlichen Aussagen und Unstimmigkeiten verkündete das Gericht das Urteil. Es lautete Todesstrafe für Johnny Frank Garrett. Das Urteil sorgte über Jahre für viele Diskussionen. Gerade Gegner der Todesstrafe fanden es verwerflich, im Urteilsspruch die geistige Behinderung des Angeklagten nicht zu berücksichtigen, sowie sein Alter mit gerade einmal 17 Jahren. Während der knappen 10 Jahren Haft, die Johnny Frank Garrett bis zu seiner Hinrichtung verbüßen musste, diagnostizierte man bei ihm eine multiple Persönlichkeitsstörung aufgrund des schweren Kindesmissbrauchs im Kindesalter. Sein Anwalt erklärte in einem öffentlichen Statement lapidar, was sich viele nicht trauten auszusprechen, Zitat: Ich denke, er ist einfach zu verrückt, um zu töten. Und seine Hinrichtung war auf den 6. Januar 1992 datiert.
Doch das führte zu vielen Protesten in der Bevölkerung. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und sogar die katholische Kirche schalteten sich ein. Erst als Papst Johannes Paul II. Sich an den Gouverneur wandte, wurde der Hinrichtung eine 30-tägige Frist gegeben. Eine erneute Prüfung des Falls wurde jedoch nicht vorgenommen und seine Hinrichtung für den 11. Februar 1992 angesetzt. Als Henkers Mahlzeit wünscht sich Johnny Frank Garrett ein Eis. Seine letzten Worte wurden viel diskutiert und ob er sie wirklich so sagte, ist bis heute nicht wirklich eindeutig geklärt. Laut vieler Quellen soll er alle Beteiligten bei seiner Hinrichtung verflucht haben und sprach, Zitat, ich möchte meiner Familie danken, dass sie mich geliebt und sich um mich gekümmert haben. Der Rest der Welt kann mich am Arsch lecken. Ein knappes Jahrzehnt nach Johnny Frank Garretts Hinrichtung sollte sich das bestätigen, was viele vermutet hatten. Er war unschuldig. Viele Menschen beschäftigten sich mit dem Schicksal des Verurteilten auch Jahre später noch und einer von ihnen war der Anwalt Jesse Quakenbush. Er untersuchte im Jahr 2004 den Mord an Tadea Benz und stellte eine erschreckende Gemeinsamkeit mit einem anderen Mord fest. Nur wenige Monate vor der Tötung der Nonne wurde eine 77-jährige Frau aus Amarillo, die nicht weit vom Kloster entfernt wohnte, auf dieselbe Weise getötet. Der Berufsverbrecher Leoncio Perez Rueda wurde wegen dieser Tat verhaftet und gab es auch zu. War er vielleicht auch der Mörder von Tadea Benz? Und noch etwas anderes fand Quakenbush heraus, denn das Haar, was am Tatort gefunden wurde, war schwarz. Johnny Frank Garrett hatte allerdings braune Haare. Immer wieder wandte sich der Anwalt an die zuständige Staatsanwaltschaft, dass sie den Fall erneut öffnen sollten, aber all seine Anfragen wurden zunächst abgelehnt. Im Jahr 2004 wurde schließlich dann auch einem DNA-Test zugestimmt und die DNA an Tadea Benz' Körper wurde mit der von Leoncio Perez Rueda abgeglichen und sie stimmte überein. Obwohl der DNA-Test bewies, dass nicht Johnny Frank Garrett am Tatort war, sondern der bereits verurteilte Mörder Leoncio Perez Rueda, wurde seitens der Staatsanwaltschaft keine neue Ermittlung eingeleitet und Rueda, der sogar gestanden hatte, eine Nonne getötet zu haben, wurde wegen des Mordes an Tadea Benz nie angeklagt. Somit gilt rechtlich immer noch Johnny Frank Garrett als ihr Mörder. Für die, die von seiner Unschuld überzeugt sind, ist das bis heute ein harter Schlag. Es wurde nie der Name von Garrett reingewaschen und es gab nie einen Gerichtsprozess, der Klarheit darüber verschaffte, dass ein Unschuldiger zum Tode verurteilt wurde. Auch wenn es keine Wiedergutmachung dafür gibt, fordern viele, dass das texanische Gericht zumindest den Fehler einräumt. Befürworter der Todesstrafe sind allerdings bis heute davon überzeugt, dass Garrett schuldig ist. Sie sind der Annahme, dass Rueda gemeinsam mit ihm den Mord an Schwester Tadea begangen hätte, dass es keinerlei Verbindung zwischen diesen beiden Männern gab. Die sich nicht mal kannten, scheinen sie in der Argumentation zu vergessen. Der Anwalt Jesse Quakenbush war von dem Fall so mitgenommen, dass er auf Grundlage seiner Nachforschung den Dokumentarfilm The Last Word drehen ließ, um auf die Missstände im amerikanischen Recht aufmerksam zu machen. Und die Dokumentation von Quakenbush und der Fluch, den Garrett angeblich vor seinem Tod ausgesprochen hatte, inspirierte sogar einen Horrorfilm aus dem Jahr 2016. Neben der Anschuldigung, einen Unschuldigen hinrichten zu lassen, kritisierte er in The Last Word auch die Arbeit der Polizei und der Gerichtsmänner. Der Pathologe Rolf Erdmann, der mit der Autopsie von Tadea Benz beauftragt wurde, war der wichtigste Forensiker Texas. Im Jahr 1992 kam allerdings heraus, dass er viele Autopsieberichte manipulierte. In vielen Fällen füllte er nur die Berichte aus, ohne jemals wirklich eine Autopsie einer Leiche durchgeführt zu haben. Und ja, was, wenn er auch die Nonne nie wirklich untersucht hatte und wichtige Hinweise unterschlug? Für Quakenbush
der bis heute für einen posthumen Freispruch von Johnny Frank Garrett kämpft, sei der Fall eine Verkettung von tragischen Ereignissen. Ein Mann, der aus einer dysfunktionalen Familie stammte, stand inkompetenten Prozessanwälten, politisierten Richtern und Staatsanwälten, eifrigen Medien und faulen Berufungsanwälten gegenüber, die alle gescheitert sind. Zitat: Es gab so viele Multisystemfehler. Johnny Frank Garrett hat letztendlich für all diese Fehler bezahlt.